Sie sind hier, 3. Dezember 2018, 22.48 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern, Cristiano Ronaldo, 2 TV, er, und Lionel Messi, er, teilten sich in den vergangenen 10 Jahren brüderlich die Titel beim Ballon d'Or. Urheberrecht Sport 1 Grafik Davina Knigge, Getty Images, Imago. Das französische Fachmedium France Football verleiht den Ballon d'Or. Luka Modric gewinnt den begehrten Preis. Das sind die Top 30 der Wahl. Am Montag verlieh das französische Fachorgan France Football den Ballon d'Or 2018. In den vergangenen 10 Jahren räumten Lionel Messi und Cristiano Ronaldo jeweils 5 Titel ab. Diese Ära ging nun zu Ende. Sport 1 zeigt die Top 30 Platzierungen der Wahl.